Oh wow, teleportiert mich direkt hoch. So, da wären wir. Ja, da wären wir. Du bist unsicher, aber das brauchst du nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ich weiß. Ein Gentleman genießt und schweigt. So. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Mitkommen. Wenn du willst. Eigentlich ganz nett hier. So. Wir haben Zeit. Wir haben Arbeit. Ich fand es schön, dass seine Augenbrauen so golden waren, weil das anscheinend so ein Nebeneffekt von der Sonnenbrille ist. Warte mal, ist unsere Rüstung abgelegt? Ich weiß, dass die gerade zu Werke gingen, aber uff. So. Wo war ich gerade? Ach ja, rote Zonen. Und ich denke, was wir auch aus der Valorant-Theorie kennen, dass sehr viele dieser Karten in Valorant halt auch wahrscheinlich Äquivalente zu roten Zonen wären. Woher wissen wir das? Ganz einfach, auf jeder dieser Karten ist irgendwas, was ein großes Radionit-Vorkommen oder was auch immer zu tun hat, angezeigt wird. Deswegen denke ich, dass Elex noch die stabilste Welt von diesen dreien ist. Weil du hier im Gegensatz zu den anderen Welten nicht von Ort zu Ort irgendwie entscheiden musst, wie sicher etwas ist. Aber besser ist hier nicht sicherer als Edan oder nicht sicherer als Ignadon. Aber vielleicht sind alle diese Orte vielleicht noch ein bisschen sicherer als die Eiswüste im Norden, wenn du nicht unbedingt gerade alt bist. Aber dennoch hast du den anderen Welten so, ich sag jetzt mal, Ruhezonen, Sicherheitsgebiete, blaue Zonen, wo du halt weißt, okay, hier kann dir nichts passieren. Außer die CDI macht mal wieder einen Angriff, klar. Oder die Bruderschaft, die natürlich. Aber es gibt diese Ruhezonen und die gibt es hier halt nicht. Es gibt die Kuppelstadt, klar. Aber dann sind wir fertig. Die großen Siedlungen sind nicht wirklich viel sicherer als die anderen Gebiete hier. Egal, ob du das Lager in der Mitte hast oder die Vulkanstadt oder die Baumpflänzer oben unten in Edan. Kann ich da hochlaufen? Nee, oder? Du hast halt immer irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, okay, du bist halbwegs sicher. Aber hundertprozentig sicher kannst du dir hier eigentlich nirgends sein. In der Kuppelstadt hast du Outlaws, die dich ums Eck bringen wollen. In der Wüstenstadt sind die Outlaws, die dich ums Eck bringen wollen. Oh Gott. Was bist du denn? Bist du ein Bergtroll? Was machst du? Ah!
Tatsache. Den Bergtrau werde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt auf den Speiseplan packen, aber gut. Wir haben keine andere Wahl. Let's go! Munition, also Mana. Tut es Gulasch, so. Andererseits hast du halt in Valorant, oder in der Welt von Valorant, diese Tatsache, dass du, abgesehen von den, Unruhen und dem ganzen Chaos in der Welt, die unter Anführungszeichen sicherste und coolste Möglichkeit hast, Superkräfte zu bekommen. Was jetzt aus unserer Sicht natürlich ein Bonus ist. Aber aus der Sicht von der Welt von, oder aus der Sicht der Welt auch von Valorant ist das ein riesiger Nachteil, solche Kräfte zu haben. Weil entweder du wirst fürs Valorant-Protokoll eingeschrieben, was halt heißt, deine Kräfte sind so stark, dass du dafür kämpfen musst. Oder du bist quasi ein Geächteter, weil so wirklich akzeptiert sind die Leute da drüben nicht. Das sieht man ja besonders am Verhalten der Radiance in Valorant auch. Sehr viele davon, die halt solche Kräfte haben, sind super kalt und keine Ahnung, schieß mich tot. Ist halt nicht unbedingt was, wo du... Wo du leben möchtest, denke ich. Zigarettenstangen, Metallschrott, Trockenfleisch, Energiespeicher. Kleines Lager der Kleriker, ja? Stimmt, über eine Stufe auf Bergbau gelevelt. Ich muss gleich nochmal vergleichen, was das bringt im Vergleich. Bleib hinter mir! Aber genug von den anderen Welten. Was mich halt jetzt so zu diesem Punkt bringt, und das haben wir in der ersten Staffel schon mal besprochen und auch in der zweiten, ob man sich wirklich für eine der drei Fraktionen entscheiden könnte, wenn man in dieser Welt leben würde und man die Wahl hätte. Weil das Ding ist halt, dass ich nicht denke, dass wenn diese Welt so existieren würde, du wirklich dich entscheiden könntest, welcher Fraktion du angehörst. Wenn du in einer Berserker-Familie geboren bist, dann wirst du bei den Berserkern bleiben. Du kannst dich vielleicht entscheiden zwischen Hammer-Clan und Eisen-Clan und den, wie heißen die anderen schnell? Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Keine Ahnung mehr. Diesen Eulenraben. Irgendwas Raben, oder? Nachtraben? Keine Ahnung mehr. Nacht ist Raben, was? Gothic 2. Aber du wirst nicht irgendwie dich
umentscheiden können, Kleriker zu werden oder Outlaw zu werden. Genauso umgekehrt, wenn du Outlaw geboren bist, dann brauchst du erst schon mal ein riesiges Glück, damit du überhaupt alt genug bist zu raffen, was überhaupt abgeht. Weil du vorher wahrscheinlich stirbst. Und dann hast du noch die Tatsache, dass du, wenn du alt genug bist, das zu raffen, dich wahrscheinlich nicht umentscheiden können wirst, weil du einfach die Tatsache hast, dass dich keine andere Fraktion haben will. Egal, ob du zu den Klerikern oder zu den Berserkern gehst, sie werden dich als Ausgestoßene behandeln, weil du eben ein Outlaw bist. Oh, shit. Und das macht es schwierig am Ende des Tages, weil du hast jetzt nicht wirklich eine Option offen. Wenn du das Outlaw geworden bist. Und das Kleriker? Du wirst vom ersten Tag an so hart indoktriniert in diese ganze, in diesen ganzen Glauben, in diese ganze Welt. Eigentlich im Jahr toll. Du wirst vom ersten Tag so hart indoktriniert als Kleriker, dass du, glaube ich, gar nicht daran denkst oder die Option erwägst, einer anderen Fraktion beizutreten. Das ist so ein bisschen wie nicht unbedingt Scientology, aber Zeugen Jehovas, so ein Kram, das Level. Ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen. Und weiß nicht, ob es so viele freie Menschen gibt's nicht. Und die paar, die es geschafft haben, rauszukommen, ohne verdammt zu werden oder verbannt zu werden oder getötet zu werden, die sammeln sich halt im Lager der Mitte. Aber das ist halt auch eher gefühlt ein Setup, um halt die Story von Elix voranzutreiben und nicht, weil es so viele freie Menschen gibt irgendwie. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich mag mich irren, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das Lager der Mitte gäbe es in einer echten Welt von Elex nicht, wenn dir das wirklich in der echten Welt passiert wäre und passieren würde. Aber vielleicht, ja, vielleicht gibt es auch eine Parallelwelt, in der das passieren würde. Wer weiß. Ach, stimmt, über das Haupttor zu. Wie kann man denn hier rein? Musste man da hochfliegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war hier ein anderes Tor offen? Wir sind auf jeden Fall richtig. Schwierig. Ich glaube, man musste hochfliegen, oder? Obwohl die Tür oben geht er erst auf, nachdem nicht man. Gut. Gar nicht gut. Nachdem man durchgelaufen ist. Oh. Geht doch. Ja.
Wir gehen jetzt mal nicht im Detail darauf ein, dass es nie passiert, okay? Dazu. Ups. Die auch noch Teile oben, Wahnsinn. Was hast du denn da drauf kommen? Den schnapp ich mir. Also, wie sollst du das rausfinden, dass da oben Teile liegen? Ich weiß nicht mal, ob ich mir die extra holen will, weil das sieht nur nach Schrott aus. Oh, noch einer. Ich bin da. Das war der. Noch einer? Nee. Interessant. Keiner größer, kleiner schon wieder. Okay, die 7 ist wahrscheinlich an zweiter Stelle. Geht doch. So, Elektroschrott dabei. Schlechter Zeitpunkt. Oh, ich werde doch nicht angegriffen. Na warte. Wachs im Getriebe oder was? Was ist jetzt los? Wieso ging jetzt das Licht an? So hell war es, glaube ich, noch nie in einem Konverter. Kann das? Ist das Ding kaputt oder was? Jo. Mana-Trank, sehr schön. Ich will halt eigentlich noch immer wissen, ob ich mich mit dem Spell töten kann. Mit dem Leben auf Mana umwandeln. Und falls ja, gibt es dafür wahrscheinlich ein Achievement. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen vorsichtig und möchte es mal ausprobieren.